Servus Leute, willkommen zurück zu Spyro the Dragon von der Regnitate Trilogy. Ich werde nicht lang fackeln, ich werde in dieses Level hier gehen. In die Klippenstadt. Dann werde ich hier auch 100% holen. Wie im ganzen Spiel hoffentlich. Ich frage mich, ob dieses Flügelschlagen überhaupt irgendwas bringt. Das war ein bisschen sehr hoch. Okay, erstmal umgucken. Ist sowas? Ja. Ich habe Schaden bekommen. Warum? Ich hätte ihn rösten sollen. Wahrscheinlich bin ich genau in seinen Degen oder was er da in der Hand hatte reingerannt. Ich habe zum Glück ja mehr als genug Leben. Anlocken, oder? Oh. Oh. Dicke Köchin. Toll, jetzt mal eine Libelle grün. Ich muss dringend was verspeisen. Und ein Kanickel oder so. Oh nein, noch mehr dieser Zoros. Also der klassische Zorro, nicht der Lorimer Zorro. Also der Z-Zorro. Der hat ja auch einen Mund gehabt, allerdings in Schwarz. Friss. Guck mich nicht so an. Kann ich dich umrempeln? Nee, kann ich nicht. Sechse bewahre ich mir auf, falls ich wieder Schaden nehme, weil das wird garantiert der Fall sein. Hier ist der Topf. Was gibt's hier Schönes? Ein Topf. Gibt. Nein! Ich habe das Teil gekillt, verdammt. Ah. Gnadenlos in den Haufen rein. Ich habe da schon. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich habe da schon wieder jemanden lachen gehört. Ich wette, ich weiß, wer es ist. Oh Gott. Das wird ätzend. Ja, deswegen. Vielleicht kann ich ihn austricksen. Nee, da komme ich gar nicht hoch. Ich komme da rüber. Müsste da nach oben, dann könnte ich mich von oben auf ihn runterstürzen. Das ist, glaube ich, klüger. Eine Metallrüstung mit Flammen angreifen. Denk dran, Spyro. Flammen nützen nichts gegen Metall. Aber ein Angriff mit deinen Hörnern sollte wirken. Dann werde ich diesen Lachsack da hinten mal in Ruhe lassen. Werde ich ihm sein Leben gewähren. Erstmal. Ist hier noch irgendwo was? Nee. Ah, die Dinge sind wieder da. Perfekt. Auf zu lachen, sonst röste ich dich. Metallrüstung, aber das ist ja so ein Metallumhang. Das ergibt keinen Sinn, weil Metall kann nicht so dehnbar sein. Ja, vielleicht schon, aber nicht so. Das ist dann nicht eigentlich Aluminium oder so? Ja. Und den Eintopf darf ich nicht. Okay.
müsste jetzt mal einen höheren gelegenen Ort erreichen. Hm? Achso, der den Ehemann oder was auch immer es sein soll angestiftet. Keine Ahnung, warum die Typen da befehligt. Ich stehe hier irgendwie nicht so ganz. Daraus komme ich darüber, oder? Hoffentlich. Nein! Versinke im Meer. Ist zwar nicht das Meer, aber egal. Oh Gott. Hä? Da genau in dem Moment seinen Degen gezückt, oder wie? Noch höher starten. Das geht sich doch nie aus. Dieser Lachsack da hinten. Wenn ich dich erwische. Ja, guckt ihr mich nur an. Ich hab vergessen, wie diese Echsen heißen. Falterechse. Weiß nicht, wenn es irgendjemand weiß, dann kann das ja schreiben, weil ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall weiß ich, dass diese Dinger gar nicht so ungefährlich sind. Ich sehe gerade, das Level ist gar nicht mehr so groß. Das heißt, ich hätte es bald geschafft, aber... Ja, ich müsste erstmal da rüberkommen. Von hier aus geht das nicht und von da weiter oben auch nicht. Zumindest ist die Sache zu knapp. Du Sau! Er hat mich einfach mit seinem Degen abgefangen, ich glaub's nicht. Wie kann er es wagen? Hm, zu? Ja, da brauchen wir einen Schlüssel wahrscheinlich. Ich hab gerade Hello gesagt. Ja, da geht's nach Hause, das will ich aber nicht. Zumindest noch nicht. Von hier ist es schon besser darüber fliegen. Enzo Amore habe ich geöffnet. Hey, was ist auf der anderen Seite vom Fluss? Gleite doch hin und finde es heraus. Das sind natürlich schöne Aussagen. Auf der anderen Seite ist das gelobte Land. Oder auch nicht. Peinlich war das denn jetzt gerade, bitte. Wenigstens starte ich. Ich glaube, das kommt auch wieder ins Silvester-Special oder so. Warum habe ich jetzt gar nicht gesehen, wie ich da runtergefallen bin? Da hinten ist der Typ mit seinem Ei. Freut sich seines Lebens, weil er es noch hat. Er wird sich nicht mehr lange seines Lebens freuen, weil ich ihm das Ei wegnehmen werde. Das ist ja ein Drachenei und kein, was auch immer das Vieh ist, Ei. Ist mal 100.000 Geier hier. Geier-Sturzflug. Wenn ich den jetzt nicht bekommen hätte, dann wäre ich angepisst gewesen. Gleicher Schlag. Oh, ich habe Force gerettet. Du bist am höchsten Punkt der Kleppenstadt.
Von hier aus kannst du fast jeden Ort erreichen. Ich würde den Wirbelwind da drüben nutzen. Ich wusste gar nicht, dass Force so aussieht. Bleib stehen. Hätte man in der Luft nicht irgendwie abbremsen? Ah, so. Ich hab doch gewusst, das geht irgendwie. Ich wusste nur nicht mehr wie. Bin ich blöd. Moment. Oder nee, bin ich nicht. Ich hätte das ja sowieso aufholen müssen. So, nächsten Punkt. Verdammt. Gut, ich glaube, der Wirbelwind war zuvor nicht da. Gut, ich hätte auch so gekonnt. Aus darüber fliegen. Das ist mein Ziel. Bestenfalls den Eierdieb da unten dann braten. Ja, ja, lach du nur, lach du nur. So. Jetzt hat sie es ausgelacht. Trotzdem fehlt mir noch ein Schlüssel. Irgendeinen Ort habe ich übersehen. Ja, da hinten habe ich noch mal eine ganze Menge übersehen. Ein Wunder. Autsch. Der Meinung, ich hätte einen Schlüssel übersehen. Oh, armer Kaktus. Ich muss einen Schlüssel übersehen haben. Aber nicht nur einen Schlüssel, ich muss. Achso, da hinten ist jetzt auch wieder so ein, ist jetzt auch so ein Tornado. Nicht nur einen Schlüssel, ich glaube, ich habe eine ganze Menge Sachen übersehen. Und ich habe eigentlich eine Rakete gesehen. Sollte ich mal anzünden, wenn ich hochkomme. Kann ich von da aus darüber? Ja, komme ich. Aha! Noch eine Rakete irgendwo? Nö. Trotzdem. Achso, nee, Moment. Hier war doch die Truhe, oder nicht? Ah. Trotzdem. Fehlt was. Welchen Ort habe ich so gesehen? Dort, wo sind alle angezündet? Irgendwas habe ich übersehen. Ich weiß auch nicht was.
Düne. Oder ist das eine Wolke? Doch, das soll eine Wolke sein. Ich da hinten hinfliegen kann. So um die Ecke. Ja. Was habe ich also übersehen? Wie viele? Trotzdem noch ein paar. Kristalle. Krieg ich 11 Kristalle her? Da bin ich wieder nach oben. Aha, okay. Nehme ich mal ein. Ich will jetzt nur mein 10er. Wo ist der? Das ist jetzt die Suche. Eine Nadel im Heuhaufen. Ja, 10 Edelsteine fehlen. Das Level ist doch gar nicht so groß. Ist ein bisschen suboptimal. Sehe ich irgendwo noch eine Rakete oder so? Oh, warum fliegst du so? Wahrscheinlich weil ich so gedrückt habe, irgendwie, ohne es zu wissen. Ah! Yes! Diesen Ort hatte ich übersehen. Das ist kein Wunder. So, dann jetzt ab nach Hause! Ich sitze gerade so lang an einem Level, dass das genau in einen Part passt alles. Schön. Werden halt zwei Folgen immer ein bisschen kürzer. Ein, zwei Minuten, aber hey. Zumindest diese Folge hier. Ich meine, ich könnte auch 30 Minuten Folgen machen, oder? Ich könnte generell Spyro als Longplay machen, gnadenlos. Aber warum sollte ich? Habe ich keine Lust zu. So. Jetzt nochmal das nächste Level suchen. Das ist, glaube ich, das hier, oder? Genau, dann werden wir beim nächsten Mal in dieses Level gehen, in Dr. Shen. Das war Spyro the Dragon von der Regnitate Trilogy. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.